Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Deutschland. Wir sind zurück aus dem Urlaub und ich sitze auch schon mitten im Chaos. Ich bin nämlich gerade dabei, die ganzen Koffer zu leeren. Das wird was, Leute, denn hier ist Wäsche von 4 Wochen. Zwischenzeitlich haben wir die Sachen bei unserer Familie natürlich auch gewaschen, aber trotzdem muss jetzt natürlich alles nochmal gewaschen und aussortiert werden. Also die Koffer werden jetzt mal fertig ausgeräumt. Das sind jetzt die Sachen, die ich für die neue Wohnung noch geshoppt habe. Viel haben wir diesmal nicht geshoppt, nur fürs Baby und eben das für die Wohnung. Also fürs Baby haben wir einen kompletten Koffer voll und das ist für die neue Wohnung. Da habe ich zweimal so Schneidebretter, beziehungsweise ich würde das als Servierplatten verwenden, zweimal in so schwarz Marmor. Die haben 11 Lira gekostet, Leute. Umgerechnet sind das ungefähr 1 Euro. Also ihr müsst alles immer durch 10 teilen. Und dann habe ich hier auch noch so Untersetzer gekauft. Schaut mal, 8 Stück. Auch für die neue Wohnung, die werde ich hier jetzt gar nicht verwenden. Die kommen dann gleich in den Keller. Und da hat eins 27,50 €, also umgerechnet ca. 3 Euro gekostet. Aber das war's auch schon. Und da die Koffer jetzt auch erledigt sind, geht es jetzt mit der alltäglichen Routine weiter. Und zwar mit der Hausarbeit, Leute. Als allererstes fange ich mit dem Staubsaugen an. Da freue ich mich jetzt ganz besonders drauf, denn wir haben einen neuen Staubsauger vorm Urlaub erhalten, Leute. In dem ganzen Stress konnte ich euch den aber leider noch gar nicht zeigen. Und das hole ich jetzt nach. Und zwar handelt es sich hier um den Dream Cordless Vakuum T30. Und ich würde sagen, wir packen das mal gemeinsam aus und schauen, was alles dabei ist. Schaut mal, bei dem Dream T30 ist etwas mehr Zubehör mit dabei. Das werde ich euch jetzt aber gleich alles im Einsatz zeigen. Das Besondere hierbei ist außerdem diese Carbonfaserstange. Das macht den Akkustaubsauger viel, viel leichter und verleiht dem Ganzen nochmal ein schöneres Design, wie ich finde. Ich habe jetzt hier die Mehrfachbürste dran und die kann problemlos auf allen Oberflächen wie Teppich, Laminat oder auch Fliesen verwendet werden. Was mir ganz besonders gefällt, ist dieser flexible Adapter, der sich knicken lässt. Somit lässt es sich nämlich auch ganz bequem unter der Couch saugen. Dann gibt es diese Mini-Bürste, die könnt ihr für Textiloberflächen verwenden, wie Sofas oder Betten. Eine LED-Spaltdüse. Eine weiche Staubbürste für etwas empfindlichere Oberflächen. Und eine 2-in-1 Bürstendüse zum Saugen von Couchtischen, etwas größeren Oberflächen, Fahrzeuginnenräumen oder ähnlichem. Dann gibt es je nach Bedarf noch einen Verlängerungsschlauch und natürlich eine Wandhalterung inklusive Dübel und Schrauben. Der Dream T30 hat außerdem eine LED-Bildschirmanzeige. Hier kann man zum einen die verschiedenen Modis einstellen, Auto, Eco, Mittel oder Turbo. Außerdem passt sich der Staubsauger an die verschiedenen Oberflächen an. Und dann gibt es hier auch noch ein elektronisches Schloss, was zum Beispiel offen ist, also Reinigungsmodus. Wenn ihr das Schloss geschlossen haltet, müsst ihr nur einschalten und es läuft dauerhaft. Wenn ihr das nicht möchtet, müsst ihr einfach das Schloss entriegeln. Außerdem haben wir hier die verbleibende Akkulaufzeit. Normalerweise reicht der vollgeladene Zustand bis zu 90 Minuten. Und das hier ist die Staubgehaltsanzeige, also eine Überwachungskurve. Grün bedeutet wenig Staub, orange bedeutet Mittelstaub und rot bedeutet ganz viel Staub. Und demnach sollte man dann eben diesen Staubbehälter leeren. So, die Hausarbeit werde somit auch erledigt und überall sieht es wieder schön ordentlich aus. Ich habe jetzt auch noch die Spülmaschine eingeschaltet, das Geschirr gewaschen, was jetzt also die Töpfe, woraus wir noch gegessen haben. Und wenn ich schon dabei war, also ich habe jetzt komplett die ganze Küche geputzt, weil wir jetzt hier 4 Wochen nicht da waren, habe jetzt auch die Filter nochmal rausgenommen von der Dunstabzugshaube, habe die auch nochmal gewaschen. Jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl zu Hause.
Außerdem habe ich jetzt einen riesen Hunger bekommen und freue mich jetzt wieder auf unser Frühstück, beziehungsweise auf mein Frühstück zu Hause. Hakan ist ja nicht da, der ist auf der Arbeit. Wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe, Leute? Tadadada. Meine Avocado-Creme. Und alles, was ihr für die Avocado-Creme benötigt, ist eine Avocado, etwas Zitronensaft, Knoblauchpulver, Pfeffer und Salz. Die Creme ist wirklich so easy zuzubereiten, Leute. Nachdem ihr die Avocado ausgehöhlt habt, gebt ihr eben je nach Belieben etwas Zitronensaft hinzu. Ich gebe da ganz gerne mal ein bisschen mehr hinein. Dann Salz, beziehungsweise Pfeffer erst. Salz. Und etwas Knoblauchpulver, wie gesagt. Dann zerdrückt und mischt ihr das Ganze. Und das war's auch schon. Fertig ist die Avocado-Creme. Dann schmiere ich mir Frischkäse auf ein Vollkornbrot. Übrigens, schaut mal, esse ich ganz gern dieses Balancebrot. Das ist von Lidl. Und Hakan isst immer dieses Vollkornbrot. Das ist mir aber zu intensiv. Also ich mag den Geschmack von richtigen Vollkornbrot nicht. Deswegen greife ich auf dieses Balancebrot zurück. Dann, wie gesagt, schmiere ich Frischkäse drauf. Gebe etwas von der Avocado-Creme noch mit drauf. Und dann kommt noch etwas Tomaten und Rucola mit drauf. Und dazu gibt es einen Schwarztee. Leute, ihr müsst diese Kombi ausprobieren. Es schmeckt wirklich so, so lecker. Mein Schatz. Hakan hat sich direkt ans Essen gemacht, Leute. Ich konnte nicht mal mehr filmen. Weil seitdem ich in der Türkei war, habe ich vor mehr Essen zurückgenommen. Ich habe ständig Hunger. Echt jetzt? Wir haben 10 Uhr gefrühstückt. Jetzt und aber es ist 2. Und dachte mir noch, ich habe voll spät gefrühstückt. Ich esse bestimmt zu Hause nicht. Ich bin zu Hause, ich sterbe. Ich habe Kreislauf probiert. Schmeckt's wie der gewohntes Gemüse. Heute in der Arbeit spät gefrühstückt, gell? Mhm. Ich hatte so Hunger. Ich habe die Gabel genommen, ungelogen so. Echt jetzt? Ungelogen. Ich habe meine Hand nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Oha. Jedenfalls gibt es jetzt wieder zurück in Germany vitaminreiches Essen mit ganz viel Gemüse. Kann man wieder 5 Portionen geben. Übrigens ist die Nala, die muss ich euch auch noch zeigen. Ihr habt ihr 4 Wochen nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe sie so vermisst, Leute. Wirklich. Schaut mal, die hat sich hier nur eine Wunde am Ohr zugelegt. Ich hoffe, boah, seht ihr das? Und sie kratzt sich das die ganze Zeit mit ihren Krallen hier wieder auf. Hier ist alles verkrustet. Ich weiß aber nicht, warum sie am Ohr so eine Wunde hat. Oh, es sieht so schlimm aus. Hakan ist jetzt gerade auf das Fußballspiel von meinem Bruder gegangen und ich mache mich jetzt fertig, Leute. Für mich geht es heute nämlich in die Stadt. Ich muss shoppen gehen. Mir passt nämlich nichts mehr, Leute. Mein Bauch ist so groß geworden. Später, wenn ich fertig gemacht bin, gibt es dann ein Babybauch-Update. Im Urlaub haben mir die Sachen gerade noch so gepasst. Da hatte ich immer so lockere Hosen, Kleider und so weiter an. Das ging. Aber jetzt in Deutschland, wo das Wetter wieder so ein bisschen kälter scheint, muss ich mir auf jeden Fall vielleicht eine Hose, also nicht zu viel, aber eine Hose, eine Leggings auf jeden Fall und keine Ahnung, also ich muss gucken, was ich finde. Mir passt nämlich gar nichts mehr. Ich bin jetzt fertig und jetzt gibt es wie versprochen ein Babybauch-Update. Schaut mal, so sieht mein Bauch aktuell aus. Ich bin in der 25. Woche, das heißt, ich habe bzw. bin jetzt gerade im 7. Monat angekommen. Ungefähr 15 Wochen habe ich noch vor mir. Ich hoffe, dass die kommenden 15 Wochen genauso schön vergehen wie bisher. Und ansonsten würde ich sagen, gehe ich jetzt los und wir sehen uns später wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause und muss mich jetzt auch gleich schon wieder an die Arbeit machen. Wir kriegen nämlich gleich Besuch. Unsere Freunde und Bekannte wollen uns besuchen kommen, weil wir jetzt lange Zeit ja nicht da waren. Deswegen mache ich mich jetzt, wie gesagt, direkt an die Arbeit. Habe jetzt einen Tee aufgesetzt. Ich muss jetzt gucken, was wir zum Naschen überhaupt noch da haben. Wir waren nämlich noch gar nicht so groß einkaufen, aber ich denke, da kommt hoffentlich noch einiges zusammen. So Leute, und jetzt muss ich ganz kurz noch diesen kleinen Koffer hier auspacken. Da war nämlich noch ein Geschenk für meine Freundin bzw. für unsere Nachbarin drin. Die ist ja auch schwanger, die ist 10 Wochen weiter als ich. Und wir haben für unser Baby und für deren Baby dasselbe Partner-Look-Outfit. Das suche ich jetzt schnell raus.
Übrigens ist das der Koffer mit den ganzen Babysachen. Den habe ich jetzt noch nicht ausgepackt. Demos, Alter. Wir haben ein Geschenk für euch. Atschwe. Nein, die Verpackung ist luppig. Oh Gott. Er muss kaum richtig an. Komm mal her, Bruder. Wir haben das selber auch für unser Baby gekauft. Die können dann das erste Fußballspiel. Voll geil. Die können das erste Fußballspiel im Partnerlook anschauen. Bitte schön. So, Friends, der Besuch ist jetzt auch mittlerweile weg. Wir haben jetzt noch kurz mit der Türkei telefoniert, beziehungsweise mit meiner Mom, was die so macht, weil wir von ihr gehört haben. Ilkay räumt jetzt noch ein bisschen auf, wir sind wieder zurück im Alltag und ich sag's euch, es ist immer so krass, wenn man vom Urlaub zurückkommt, vor allem, wir waren jetzt 4 Wochen in der Türkei und mir kommt's einfach so vor, als ob ich niemals in der Türkei gewesen wäre. Ohne Witz, als warum man ist das niemals so? Weg gewesen, gell? Auch wenn du vielleicht 2 Monate gehst, also so, auch wenn du jetzt 2 Monate gehen würdest, du kommst wieder nach Deutschland, in 3 Tagen bist du wieder voll in deinem alten Lebensstil drin, so wie du halt in Deutschland lebst und dann denkst du dir, hä? War ich jetzt echt 4 Wochen in der Türkei? Was habe ich eigentlich gemacht? Wie schnell ist es vergangen? Das ist so. Also da ich schwanger bin, Leute, glaube ich, das hängt echt mit der Schwangerschaft zusammen. Bin ich richtig glücklich darüber, dass wir zu Hause sind. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich habe mein Bett, mein Stuhl. Ich bin eh so der Typ, der immer Fernweh hat. Du bist eher der Typ, der Heimweh hat. Ja. Ich bin eher der Fernweh-Typ. Schatz, weißt du, was ich jetzt brauche? Hier. Unsere Couch schön herrichten und einfach nur Netflix schauen. Na Leute, das war's jetzt aber mit unserem heutigen Vlog. Ich schmink mich jetzt nur noch ab und danach geht's wie gesagt ab auf die Couch. Ich hoffe, der Tag unserer Ankunft nach dem Urlaub hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch einen Daumen da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal nochmal. Bis dann. Tschüss.